Heute zeige ich euch, wie wir Funken erzeugen können, die mehrere Zentimeter überspringen können. Dazu benötigen wir diese Maschine, eine sogenannte Wimshurst-Maschine. Prinzip ist wie folgt. Zwei parallel angeordnete Scheiben rotieren gegenläufig. Auf diesen einzelnen Scheiben sind hier jetzt in diesem Beispiel 24 Aluminiumfolien aufgeklebt, die leitend sind, die Scheiben dagegen sind nicht leitend. Rotieren die Scheiben gegenläufig, laden sich die Aluminiumfolien auf. An bestimmten Stellen wie hier sind Neutralisationskontakte, die gegensätzlich die Aluminiumfolien wieder neutralisieren. An bestimmten Stellen befinden sich zwei Kontakte, die die Elektronen aufnehmen und an die leitenden Flaschen weitergeben. Leitende Flaschen sind Kondensatoren, die jetzt hier so ausgelegt worden sind, dass die Stromstärke minimal ist. Damit ist es ungefährlich, wenn man diese beiden Kontakte hier berührt. Ist die Spannung der leitenden Flaschen groß genug, um diesen Abstand zu überspringen, entsteht ein Funken. Verringert man den Abstand der Kontakte, entsteht häufiger ein Funken, da die leitenden Flaschen schneller die maximale Aufladung für diesen Abstand erreicht haben. Habt ihr Ideen, welche Versuche man mit dieser Maschine noch durchführen könnte? Oder habt ihr Interesse daran, gezeigt zu bekommen, wie man eine Do-it-yourself-Wimshurst-Maschine bauen kann? Hinterlasst mir dazu einfach einen Kommentar. Und damit ihr diese Videos dann nicht verpasst, vergesst nicht zu abonnieren.